Auf den Feldern in Sachsen zeigt sich nach der Ernte ein großes Problem. Mit Sorge blicken die Bauern auf die Entwicklung der Feldmäusepopulation. Von weggefressenen Getreidestreifen bis zu Löchern, die dicht an dicht liegen, reicht das Schadbild. Selbst die Beutetiere können den Mäusebestand nicht reduzieren. Dazu Thorsten Kraftschick, Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes. Bei der Mäusepopulation wissen wir eigentlich, dass wir alle 5-6 Jahre immer eine Population haben, mal eine starke Population, dann nimmt das wieder ab. In diesem Jahr ist die Besonderheit, wir hatten im letzten Jahr einen sehr milden Winter, uns fehlten die Frostereignisse im Winter und die Niederschläge, sodass diese Population auch ein Stück weit verdünnt wurde. Und momentan explodieren uns die Mäuse, vor allen Dingen an den trockenen Standorten, an den leichten Standorten. Das führt dazu, dass wir unmittelbar ein Konkurrenzverhalten haben. Die Bauern kämpfen zusammen mit der Mäuse um eine dieselbe Ernte und insofern ist das eine große Herausforderung in den betroffenen Regionen. Unumgänglich werde deshalb laut Sächsischen Landesbauernverband eine sachgerechte chemische Mäusebekämpfung im Einklang mit dem geltenden Pflanzen- und Naturschutzrecht. Für viele meiner Kollegen ist das angesichts der aktuellen Lage existenziell, so Bauernpräsident Thorsten Kraftschick.